kann ja nicht viel machen bei den lila Tränen, außer mich 80 Mal treffen lassen. Ist okay. Ein Run tot. Wieder nichts geschafft. Das ist einfach nur die übliche Tainted Jacob-Erfahrung. So war es immer und so wird es auch immer bleiben. Genau bei solchen Bossen wie Hush sehe ich immer, warum ich von dem ganzen... Oh, er macht so guten Schaden, warum das immer mich nicht ganz umhaut. Weil ich habe das Gefühl, bei Bossen wie Hush ist er wirklich einfach nur eine Last. Er macht halt so überhaupt keinen Schaden. Den Shop brauchen wir gar nicht reinzuschauen. Können wir uns direkt sparen. Er ist halt wirklich einfach nur im Weg im Kampf gegen die großen Bosse. Wow, Marbles. Tapeworm. Will ich auch nicht. Ach komm, wir nehmen Tick mit und weiter geht's. Du stehen bleibst, charged, ich soll nicht auf dich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ist okay, war eh kein so starker Run im Endeffekt. Kann ich den Schlüssel vielleicht haben? Ich hätte gern für die Library soweit. Wenn das möglich wäre. Also ich hätte gern ein tatsächlich gutes Item irgendwann mal. Oder ein Schlüssel. Ich glaube, ein Schlüssel fände ich aktuell ganz cool. Nee? Ist okay. Ich kann einen holen mit der Bombe. Oh mein fucking Gott. So viel Müll um mich herum. Immer so schwer, den Überblick zu behalten, wenn zusätzlich zu einem anderen Zeug noch der immer herumdasht. Also okay, wir sollten den Boss hier schnell down bekommen. Und weg mit dir. Die Chance hätte ich noch fast verkackt, aber wir haben es hinbekommen. So. Dann wo will ich hier... Goldraum, wir gehen in den Goldraum. Nee, Library oder Goldraum? Library oder Goldraum? Library für Planetarium. Ja, ich denke auch, bei den Büchern habe ich generell eine größere Chance, was Gutes rauszubekommen. Vor allem, ich kann Book of Shadows rausbekommen. Ich glaube übrigens, ohne den Panic-Button wäre der Run vorhin besser gelaufen. Ich glaube, der Panic-Button war ein bisschen was, das alles komisch gemacht hat. Dankeschön. Ich meine, wenn wir schon dabei sind. Wenn ich schon mal gerade dabei bin, irgendwie alles in der falschen Reihenfolge mitzunehmen, können wir das noch machen. Es war eine selten dämliche Reihenfolge, aber das ist okay. Das ist okay, denn wir haben direkt Bookworm bekommen. Das ist doch ganz nett. Und kein Secret Room. Das ist nicht ganz so nett.
Und den zukünftigen Goldraum habe ich immer so eine Restock-Maschine. Das ist auch relativ hilfreich. Da will ich diesmal auf jeden Fall rein. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Schlüssel aus hier gerade? Wie sieht es denn aus? Dankeschön. Ja. Zum einen Conjoint, zum anderen DPS-Upgrade. Und wir müssen auch realistisch sein und einsehen, dass ich kein besseres Item bekommen werde. So, ich habe jetzt aber auf jeden Fall einen Grund, ein bisschen Geld zu sammeln. Ah, da würde ich sehr gerne ran. Schlüssel. Ich bräuchte eigentlich mehr eine Bombe. Schlüssel ist auch okay. Und ich habe Schaden genommen. Sehr schön. Das heißt, der Angel Deal ist keine Option mehr für diese Ebene. Nichts erwischt. Aber will mal irgendjemand sterben jetzt? Emperor. Ace of Clubs. Ah, okay. Das ist ein interessanter Raum. Dankeschön. Secret Room, bist du hier? Nee, da unten. Auch nicht mein liebstes Secret Room Item, aber das ist okay, das ist okay. Auf jeden Fall Emperor mit. Okay, Spun. Wir haben auch noch ein schwarzes Herz. Weiter geht's. Weiter geht's! Planetarium war auch nicht auf der letzten Ebene. One makes you small, ist in Ordnung. Okay. Schon. Spreng mal was weg. Synth-Oil? Angel Deal? Holy Mantle. Who's that Holy Mantle? Wir werden es herausfinden. Das werden wir früh genug herausfinden. Da mache ich mir mal keine Sorgen. Holy Metal kann Isor blocken. Okay. Das in Kombination mit der Book of Shadows. Bin ich jetzt erstmal relativ stark.
würde ich behaupten. Ich würde behaupten, dass ich das stark finde. Man muss dann natürlich auch sagen, das war unser erster Holy Mantle heute und wir hatten scheinbar den ein oder anderen Angel Deal. Ich weiß nicht, ob auf Holy Mantle zu gehen zwangsweise eine gute Taktik für Tainted Jacob ist. Dafür ist er dann doch ein bisschen zu selten. Warte, more options? More options und Reroll-O-Mart? Wie fänden wir das? Wie fänden wir das? Ich glaube, das fänden wir gut. Ich sag's euch, mit Holy Mantle fühle ich mich gerade so viel sicherer. Problem ist nur, wir haben gerade nicht genug Geld, um wirklich zu rerollen. Ist noch so ein bisschen ein Problem. Okay. Da habe ich mich schon entschieden. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal weiter. Brauchen wir wohl auch nicht. Ja, 1 Cent hat scheinbar ausgereicht. Da habe ich Suplex einfach liegen lassen. Außerdem von Manuel, 11,99 Euro. Super Chat. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Puh. Okay. Ist es mir wert? Hätte es mir nicht wert sein sollen. Ich meine, 1 Cent. 1 Cent ist okay. Ich wollte ja an sich jetzt gerade auf Esau warten, dann dachte ich mir, so, der Raum ist schlimmer, wenn Esau da ist, als wenn er nicht da ist. Diesmal wird es bestimmt was. Ich will einfach nur anmerken, wenn der Run stirbt, was wahrscheinlich ist. Mit wenn der Run stirbt, meine ich nicht, falls er stirbt, sondern wann er stirbt, dann wissen wir, wer schuld ist. Dann wissen wir ja, wer schuld ist. Kann sich einfach schreiben, dass der Run was wird. Das ist direkt das schlechteste Karma der Welt. Ich kann in Cursed Rooms rein. Fuck. Was haben die überhaupt gerade so viel Gegner ausgespuckt? Hey. Das war sehr wichtig für die Goldräume, dass wir ein bisschen Geld haben. Wir haben einen Regenbogenhaufen drüben liegen. Das heißt, wir können den auf jeden Fall zum Auszahlen bringen. Hey, ich hab das mit dem Reroll-Dingens gegulpt. Der zahlt gerade aber auch nicht aus. Planetarium sollten wir bisher noch keins gehabt haben, tatsächlich. Ich glaube, sonst wäre die Chance wieder auf 1% runter. Sag mal. Will der mich gerade verarschen? Hä? Wie kann der nicht auszahlen?
Ich werde das Buch dafür nicht einsetzen. Das Buch ist zu wichtig. Das Buch brauche ich, um zu überleben. Das können wir nicht für irgendwelche Spielereien einsetzen. Seht ihr? Das zum Beispiel wäre sehr viel unangenehmer gewesen, wenn ich nicht mehr das Buch gehabt hätte. 12 Diamonds. Ebenfalls gut. Oh. Finde ich auch gut. Bringt das irgendwas weg? Ah, fuck. Naja. Au! Ach Gott, warum? Egal, Damage ist enorm, Damage ist enorm. Damage ist gut. Keypiece gehört mir und wir sind raus. Aber folgende Sache. Jetzt können wir natürlich das Buch für ein bisschen... Ja, wir brauchen das Buch ja nicht. Sehr schön, Spawn. Der großen Pille vertraue ich nicht. Die will ich gar nicht erst haben. Au, oh, da geht mein Special hart. Ich muss irgendwo noch ein schwarzes Herz oder ein Soul Heart auftreiben. Das wäre relativ wichtig. Ey, ich habe den Bleistift ja hin und wieder auch noch. Nö. Außer von Siruptrinker 10 Euro. Vielen lieben Dank. Hilft uns das tatsächlich? Natürlich. Ups. Nein, im Zweifel ja. Ich meine, wir müssen. Was, wenn du mich jetzt berührst? Okay, er bleibt dann direkt neben mir stehen. Und macht nichts. Und wenn ich losgehe, kann ich dann das machen davor. Au. Ich denke, das kann uns weiterhelfen. Außerdem von Manuel, nochmal 11,99 Euro. Super Chat. Vielen lieben Dank. Leute, immer schräg von dir stehen. Ja. Das heißt, wenn ich neben Hasch zum Beispiel stehen bleibe, sollte das eigentlich nicht so verkehrt sein. Apropos, wir haben Zeit. Wir haben genug Zeit. Ja, ich glaube, ich habe nichts gegen ein paar Schlüssel. Huge Grow. Okay. Wir haben keinen Soul Heart bekommen oder so. Wir hätten irgendwo noch ein Eternal Heart liegen, aber wisst ihr was? Wir sprengen uns hier noch schnell rüber. Haben Soul Heart bekommen. Weiter geht's. Tinted Rock. Tinted Rock for Shop. Zu spät. Schräg von dir bleibt der stehen, habe ich letzte Woche schon erklärt. Ach ja.
habe ich dir letzte Woche schon gesagt. Sehr entspannt auf jeden Fall. So viel Chaos hier gerade. Gehen wir rein. War es tatsächlich wert? Wir haben 2 Cent bekommen. Gehen wir nicht rüber? Ich wollte gerade sagen, mein Schaden ist nicht so hoch, wie er sein könnte, aber mein Schaden ist eigentlich richtig hoch. An sich würde ich ja gern direkt zum Boss gehen, aber... Wir nehmen natürlich Champions Belt mit. Also wir müssen natürlich in den Goldraum. Und wir haben auch eine relativ hohe Chance, Planetarium zu bekommen. Vor allem der Goldraum ist enorm wichtig. Es sind 2 Items drin und wir können rerollen. Auch wenn ich nur noch 4 Cent habe. Oh, geh doch mal weg! Da geh mal irgendwo hin, wo ich dich angreifen kann. So eine Scheiße. Ich finde es eigentlich immer irritierend, so klein zu sein, aber wir machen noch eine. Hab's ein bisschen mit der Angst zu tun bekommen gerade. Hey, Secret Room. Der aber leider kein Geld für uns hat. Einmal da jetzt. So. Das Movement gerade gesehen. Ist mir aufgefallen, dass ich viel zu spät dran bin. Eggman? Question mark? Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. ...20 Minuten. Wir brauchen noch den Gold. Dankeschön. Ah, reicht noch nicht für Conjoined. Will ich auch nicht. Geh mal weg. Ich denke, wir machen uns zu Seraphim, damit ich fliegen kann. Ich denke, das ist nicht verkehrt. Auch wenn ich natürlich sagen muss, Libra ist heutzutage nicht mehr so scheiße, wie es mal war. Dankeschön. Na, ich würde sagen, das war aber eine gute Ausbeute soweit. Kann man sich nicht drüber beschweren. Ja, man könnte. Wir werden es jetzt einfach mal... Warte, kann ich überhaupt über... Oh Gott. Kann ich überhaupt über Stein und so drüber schießen? Polaroid. Und raus. Außerdem, ist das nochmal... Nochmal 1199 in Superchat von Manuel? Oder sehe ich gerade nicht? Ich glaube, das ist nochmal. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Ich kann meinen Augen an dem Punkt schon gar nicht mehr trauen. Oh, oh. Dankeschön. Emperor. Wir machen Emperor auf der nächsten Ebene. T.
Huge Growth will ich eigentlich beim Boss nicht wirklich einsetzen, glaube ich. Die geht mir mehr auf die Nerven als alles andere. Also wir haben soweit auch sehr volle Leben. Was nett ist. Okay. Au. Wir wollen Polaroid an dem Punkt. Habe ich spontan beschlossen. Und mein Trinket verschluckt. Ist das nicht schön? Ich hasse diesen Raum so sehr. Der Raum hat mich gerade so verwirrt. Zehner. Ich meine, wir sollten auch relativ viele Soul Hearts finden. Wenn wir natürlich nach jedem Treffer das Polaroid aktivieren können. Ist das enorm hilfreich. Das war genau die falsche Seite. Kannst du bitte... Danke. Polaroid-Strats, als hätten wir noch keinen DLC installiert hier gerade. Was ist das denn für eine Scheiße hier gerade? Nicht mal Virus bekommen. 24 Minuten, aber ich denke, mit der Emperor-Karte kommen wir schnell genug dann noch zu It Lives. Auch wenn natürlich der Aufbau der Ebene gerade nicht nett zu mir ist. Okay. Minus Shotspeed ist relativ wichtig. Denn wenn die Teile langsamer sind, sollten sie mehr Ticks an Damage machen. Nö. Ich habe den Schlüssel vollständig. Heute machen wir nicht Genesis. Heute nicht! Außerdem von der Chair Wolf, 28 Monate Resub, Mr. Nonconform, 12 Monate, ein Jahr, Brutzelbrunf, Giftsub für Plasma King. Und ich glaube, das war's. Vielen, vielen lieben Dank, vielen lieben Dank. Direkt Ampron. Ja, das ist jetzt richtig stark mit dem niedrigeren Shotspeed. Hau, hör auf. Direkt weiter. Direkt weiter. Nicht lang schnacken. Naja. Schlüssel, Eternal Heart, Soul Heart, damit haben wir wieder volle Leben. Okay, das Golden Razor gilt nur für den einen Raum, wo man es einsetzt. Bisschen nervig, ja, das ist okay. Eine Bombe. Also ich würde sagen, wir haben gerade defensiv sehr viele Dinge, die uns weiterhelfen sollten. Vor allem im schlimmsten Falle
Golden Razor bringt mir auch noch plus 5 Coins, Wahnsinn. Im schlimmsten Falle könnten wir natürlich auch noch auf Nordleaf zurückgreifen. Außerdem von Manuel nochmal 11,99 €. Super Chat. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Ich glaube, das ist zu viel. Ich glaube, du musst aufhören. Vielen lieben Dank. So. Rein. Ah ja, ich habe die Tick ausgerüstet. Sehr schön. Au. Da geht mein Holy Mantle dahin. Vergesse gerade komplett die, oder ich habe gerade die ganze Zeit über die Sci-Fly komplett vergessen. Das war viel knapper, als es sein sollte. Ne, ich würde sagen, sieht gut aus gegen Hush soweit. Das war knapp. Aber prinzipiell sieht es jetzt nicht übel aus. Ist richtig Laser, wie der uns hier gerade hilft. Da kommt die lila Phase. Yep. Nee, wir machen gleich wieder richtig. Ich wurde jetzt eh ein bisschen zu weit weggeschoben. Ich habe ein Trinket gegessen. Ich habe ein Trinket gegessen. Und es war lecker. Wenn die Tornados kommen, aktiviere ich mein Buch. Dash mal weg. Mich hat's gerade getroffen. Soul of Jacob and Esau. Ich würde sagen, wir bleiben bei dem Plan, Mega-Satan zu machen. Und nach Mega-Satan haben wir eh eine 50-50-Chance, zu Delirium zu kommen. Ach, dann wiederum Delirium ansonsten gezielt. Nee, ich will Mega-Satan aber auch. Nee, wir machen Mega-Satan. Ich brauche nämlich eigentlich echt die Devil Deals. Ich mag die Karte. Ich bin gespannt. Ja, greif mal an. So. Du und ich. Delirium. Delirium. Yeah. Ach, fuck. Ich habe Eternal Heart aufgehoben. Das war selten dämlich. Das aufzuheben war eine sehr dämliche Sache. Fällt mir gerade auf. Man können bitte nicht diesen Raum hier machen. Ich wäre so froh, wenn wir nicht diesen Raum machen würden. Ich wünschte, ich könnte ja normale rote Herzen loswerden. Hätte ich mal besser Guppies Paw behalten. Of Spades. Sicher, warum nicht? Au.
Also eine kleine Wiederbelebung. Nehmen wir doch mit, oder? So eine Wiederbelebung in Trinket-Form. Speziell mit diesem Charakter kann das natürlich sehr wichtig werden. Polaroid funktioniert nicht mit dem ganzen Herz. Es funktioniert nur mit dem halben Herz oder weniger. Oh Gott. Ganzes Herz ist leider zu viel. Außerdem nochmal 11,99 von Emanuel. Ein letztes Mal. Vivi, lieben Dank. Vivi, lieben Dank. Dankeschön. Ja, das rote Herz ist schlecht, weil wenn ich jetzt getroffen werde, dann... echt kein rotes Herz? Dann würde ich durch das Polaroid ein bisschen Unsterblichkeit haben. Beziehungsweise ein bisschen Schutzschild, wenn ich getroffen werde. Weil ich aber ein rotes Herz habe, bekomme ich das nicht mehr. Das macht die Situation natürlich ein bisschen nervig. Oh oh. Das Olle Pony lebt noch. Vergesst jedes Mal, dass ich die Sci-Fly noch habe. Die Sci-Fly allein eigentlich schon bekanntermaßen sehr broken ist. Aber dann habe ich noch zusätzlich Holy Mantle. Wir haben Nord Leap. Wir haben so viel. So viel Kram. So, können wir mal langsam mal zum Boss kommen oder so? Wie sieht es an der Front aus? Jetzt aber ernsthaft. Jetzt mal ohne Flachs. Wo ist Isaac? Eben war er doch noch hier. Faded Polaroid. Was macht das? Randomly Camouflage ist Isaac. Ja, sicher, warum nicht? Nee, läuft gut, läuft gut, läuft gut, läuft gut. Noch ein Polaroid, ja. So, diesmal machen wir nicht den Fehler von vorhin. Aus dem 12-Euro-Superchat von Siruptrinker. Oh Gott, was wurde gerade kaputt getrampelt? Oh, ja, auch dafür. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich meine, Minus Range spielt ja keine Rolle. Mit dem Zeug, oder? Ja. Tentakel. Swarm. Okay. So, wann kann hier eine große Kiste... Hashi. Ja, pass mal auf. Wir werden diesmal nicht den Fehler machen und nochmal Zeit verschwenden. Diesmal gehen wir direkt ran. Das ist der Brimstone, den wir so sehr nicht leiden können. Dass ich fliegen kann, ist halt auch... Oh Gott, das war so fucking knapp gerade. Hör mal auf, deine Stopwatch au zu machen. Oh mein Gott. Als ob er mich damit gerade getroffen hat. Ah. Wollte gerade sagen, das einzig Wichtige für mich sollte jetzt sein, Tented Jacob Esau auszuweichen. Wenn ich das sagen wollte, bin ich fast in ihn reingerannt. Ich muss sagen, hier finde ich gerade Phase 1 ein bisschen schwierig, den Überblick zu behalten. Sehr schwierig sogar.
Wo ist er? Da ist er. Noch nicht Zeit für die Engel? Da sind die Engel. Die gelben Engel. Und natürlich auch Shoutout an meinen random Camouflage-Effekt von Faded Polaroid. Wo ist er? Da ist er. Okay. Oh ja, das ist Damage. Und er natürlich immer schön hoch. Das Feuer auch wegmachen. Ich denke, an dem Punkt kann ich ein bisschen mein Schild aktivieren. Denn wir haben Mega-Satan. Ich habe so sehr damit gerechnet, dass wir zu Delirium kommen. Egal, das waren zwei Unlocks. Okay. Wir haben goldene Trinkets freigeschaltet. Was zum Fix sind goldene Trinkets? Außerdem von Mr. Bravenwolf. Ebenfalls 11,99 Superchat. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, goldene Trinkets können ganz okay sein. Noch zwei Checkmarks. Uns fehlen noch zwei Checkmarks. Gold Trinkets sind so sick, hatte ich leider auch erst am Ende. Zwei Checkmarks fehlen noch. Zwei Stück. Das Problem ist nur, ich weiß nicht ganz, wie wir am besten... Delirium wäre halt... Wäre es für Delirium gefühlt viel zu schwach? Ja, wir hätten ja auch noch 8 Items bekommen für bis Delirium. Ja, ich weiß nicht ganz, wie ich... Ich glaube, Delirium wird der elendige Unlock mit Tainted Jacob, ehrlich gesagt. Goldene Trinkets sind doppelt starke Trinkets, beziehungsweise weitaus besser. Oh mein Gott, wenn man da dann zusätzlich noch diese Trinket-Box hat. Ist das zufällig, ob man zu Delirium kommt? Nach den Bossen auf der normalen Route, also Richtung The Lamb, beziehungsweise Blue Baby, hast du jeweils, eine begrenzte Chance, da ist es zufällig hinzukommen. Nach Mega-Satan ist es 50-50 und nach Hush 100%. Deswegen war ich auch am Überlegen, ob wir nach Hush direkt zu Delirium gehen wollen. Aber ich denke, ich bin zufrieden, dass wir Mega-Satan gemacht haben. Ich glaube, ich meine, die Sache ist, bei anderen Runs kann ich dann wieder auf Devil Deals gehen. Wir müssen nicht mehr auf Angel Deals gehen mit Tainted Jacob. Und ich denke, das ist schon mal enorm wichtig.